herzlich willkommen zur Folge 5 der Road to Glory. Ja, schon Folge 5 am Start. Wir erhalten mal wieder ein tägliches Pack. Und jetzt schon mal gleich der Hinweis, bevor ich es vergesse, am Donnerstag, also heute und morgen noch Champions League. Wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich nur noch Mittwoch Champions League. Und am Donnerstag um 21 Uhr nehme ich mit dem Thomas Großhaupt, ein Zuschauer von meinem Kanal, einen Fußballtalk auf. Und der kommt dann auf meinem Zweitkanal. Und am Donnerstag wird es dann deswegen keine Folge der Road to Glory geben. Ich will da jetzt gar nichts versprechen oder so, aber es sieht gut aus, dass dann nach der Aufnahme um 21 Uhr, dass wir dann in einem Livestream die Road to Glory am Donnerstag weiterführen. Also wer dabei ist und Bock hat, kann es mir gerne mitteilen. Jetzt schaut euch das mal an, Luka Modric für 200.000 zu finden. Einer hat es tatsächlich für 200 draufgestellt. Normalerweise ist der viel, viel mehr wert. Was ein Schnäppchen. Wir holen uns Luka Modric zu unserem Verein. Das Ganze nur durch Zufall. Ich wollte nach einem Odriozola schauen, weil jemand hat mir geschrieben, dass ich mir Odriozola, dass es erst was bringt, wenn ich mir viele Odriozolas kaufe. Aber es gibt einfach kein Odriozola mehr. Haben mir da alle nachgemacht? Also natürlich nicht, aber es scheint tatsächlich so. Was ein epischer Fail. Es gibt keine Odriozolas mehr. Also da sind wahrscheinlich ein paar mit dem gleichen Gedanken gekommen und haben jetzt alle Odriozolas weggekauft. Auch die Champions League Karte von Odriozola gibt es nicht mehr. Doch eine noch, die nehme ich. Jetzt gibt es auch keine Champions League Karte von Odriozola mehr. Huch. Jetzt verkaufe ich Odriozola teurer. Aber Luka Modric ist einfach so geisteskrank, dass wir den jetzt in der, so, die haben wir alle verkauft. Die sind nicht runtergegangen. Schade. Die stelle ich nochmal drauf. Gündogan auch, der bringt ein bisschen was, hoffe ich mal. Hier, da nehme ich die Münzen mit. Ich verkaufe die zwei in den Schnellverkauf. Sagt, den nehme ich auch noch mit in den Schnellverkauf, dass wir da ein paar Münzen wieder haben, weil bei uns sieht es momentan sehr blöd aus. Nur noch 86k. Und jetzt hier Odriozola. So, für 5,1 habe ich den gekauft. 500 Münzen gut machen, das wär's. Aber ich weiß, ich kann mir das echt nicht erklären, dass es gar keine Odriozola-Karten mehr gibt. Also ist das jetzt so ein kleiner Insider, der sich rumgesprochen hat? Keine Ahnung. Also ich schaue nochmal morgen. Das wird mich jetzt durch die ganze Road to Glory, die Odriozola-Karten begleiten. Aber was jetzt noch wichtiger ist als dieser Odriozola-Quatsch, ist, dass wir einfach einen neuen Mittelfeldspieler haben mit Luka Modric. Und der passt einfach so gut rein in das Team. Schaut selber. Also wir sind nicht mehr weit entfernt von unserem Ziel, alle Spieler einen 90 zu verpassen. Als nächstes kommt der Torwart. Ein Beispiel Oblak. Mensch, wieso sind so viele Karten jetzt gerade nicht mehr erhältlich? So, um wieder ein bisschen Geld reinzuholen, mache ich jetzt eine Draft Battle. Und ja, jetzt die Uhr tickt. Ich möchte natürlich ganz klare Sache die Draft mal gewinnen. Ich habe noch keine Draft übrigens, by the way, gewonnen. So, ich mache Hybrid-Team, glaube ich. Wenn ich das Hybrid-Team hinbekomme, dann bin ich einfach der King. Ja. Ja, lassen wir mal so stehen. Sehr gut. Dankeschön, Niklas. Aber wahrscheinlich geht das eh schief. Der Linksverteidiger. Schon Real, da brauche ich nämlich hier für ihn. Was
aufzunehmen. Das ist so. Chemesa für Jose Lu oder Eusebio, Eusebio 2, Chemie mehr. Saul ist wichtig. 6 Chemiepunkte mehr jetzt. Jetzt haben wir es gleich. Die Challenge. Komm, auf Krampf noch. Bayern Torhüter Neuer. Ne, das war keine gute. Ich hätte Gnabry mitnehmen sollen, oder? Hier, Monty, Monty. Okay, 94er Chemie. Nur er hat 87er Chemie und damit haben wir unsere erste Draft gewonnen. Richtig nice. So sieht's aus. Und mit der gewonnenen Draft kriegen wir sogar neben den Münzen sogar noch ein Pack. Okay, jetzt haben wir Mario Rui. Ganz ehrlich, die können alle in den Schnellverkauf. Habe ich ja gar nicht mitbekommen. Leute, bin ich jetzt lost? Oder das war doch die... Hier, weil ich fünfmal in Folge die App geöffnet habe, habe ich das doch heute... Stimmt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Direkt, wo ich in die App reingekommen bin, gab es doch diese... Habe ich nur das Bild von Son gesehen. Das muss wahrscheinlich die Karte gewesen sein. Damit haben wir schon ein Elftel unserer Road to Glory geschafft. Das ist ja mal mega cool. Also... Übrigens, anstatt Theo Hernandez habe ich jetzt Acuña von Sevilla genommen in die Startformation. Er ist einfach genau auch 83er bewertet und dazu noch La Liga-Spieler. Dann kann ich Hernandez verkaufen dann, weil ich glaube, der Inform bringt mehr und wenn Acuña gleich gut ist. Und dazu noch La Liga, unser Team ist ja La Liga orientiert, dann kann Hernandez weg. Weil das ist besser, dann mache ich Münzen, dann habe ich... Ja, der geht locker weg. Und Acuña ist ja gleich gut, von daher, wer den will, kann den ruhig haben. Das ist ja super. Also wir kommen da dem nächsten 90er näher. Also einen Stürmer will ich upgraden, dann, aber Kramaric SBC mache ich dann doch nicht. Wen kann ich mir denn holen? Innenverteidiger Ramos? Ja, mal schauen. Modric, also... Modric hat 200.000 gekostet. Tatsächlich, es gibt immer einen, der den für ein bisschen günstiger reinstellt. Und hier auch wieder 200.000. Also für 200.000 Münzen kann ich Ramos holen. So im Durchschnitt. Also ich brauche noch 100.000 Münzen jetzt auf Krampf und dann habe ich 89er Ramos hinten drin. Maschine. Da mache ich noch eine Retro drauf. Vielleicht kriege ich da noch ein paar Münzen. Und macht Spaß. Und ich krieg noch ein Pack oben drauf. Also Win-Win-Win-Situation. Aber das Ganze haben wir schon öfter mal gesehen und deswegen würde ich sagen, machen wir mal in zweifacher Geschwindigkeit. Läuft, würde ich sagen. Einfach noch um die Licht einbauen. Von der Chemie. Ja, wird schon gehen. Genau. Onana, links wird Licht. Um Titi war das fehlende Puzzlestück. Lindelöf. Kann sehen. 5 Chemiepunkte brauchen wir noch. Insigne. Mata ist aus Spanien, aber ich nehme auch nichts. Linksverteidiger am besten und Stürmer noch. Oh, ich kann nicht anders. Ich muss den Cristiano Ronaldo mitnehmen. Obwohl sich dadurch die Chemie verschlechtert. Ich muss ihn einfach mitnehmen. Tut mir leid für die Chemie. Ja, wir haben eh 98er Chemie. Aber ich muss da Cristiano Ronaldo mitnehmen. So, 100er Chemie wieder incoming. Ja, Leuchter würde ich sagen. Rambo Ramos auch noch als Rechtsverteidiger. Und nochmal eine Seedorf-Legende. So sieht's aus, würde ich sagen. Und damit haben wir hier unsere
unsere Draft abgeschlossen. Und kriegen nochmal 3,25. Ist jetzt nicht die Welt, was wir an Münzen kriegen, das ist klar. Aber wir kriegen vor allem ein Pack noch. Und dann am Ende der Folge natürlich noch ein Inform-Pack. Und dann müssen wir schon wieder sparen, weil wir haben noch nicht mal ganz 100k zusammen und wir brauchen 200 für Ramos. Und Ramos ist ja auch noch kein 90er. Aber wir kommen dem Ganzen schon näher. Und vielleicht schwitze ich dann mal wieder eine SPC. So, Holland. Van Dijk, nein! Aber trotzdem, Stefan de Vrij. Nimmt man mal mit, würde ich sagen. Richtig cool trotzdem. Und auch hier wieder das gleiche Spiel. Ich nehme die Base-Karte und verkaufe die Inform-Karte. Weil die Inform Delaney, das bringt bestimmt ordentlich was. So können wir schneller an Münzen kommen. Ich schau mal, für was die anderen Leute, die den draufgestellt haben, und dann melde ich mich wieder. So, hier, 84 hat der Kollege. Nein, nur 20,5. 20,5, ja. Ist in Ordnung. Thomas Delaney, 20,5 raus. Inform-Päckchen. Inform-Päckchen. Let's go. Oh, Sigurdsson, 82er. Ja, wenigstens besser als Alcacer mit einer 81. So sieht das Team dann jetzt aus. Nur noch 71 Chemie, 77er Chemie bei Sigurdsson zu Son links. So würde ich sagen, lassen wir es. Also die Chemie rettet uns eigentlich die Achse Modric, Kroos und Ødegaard, die Realachse. Und jetzt gehen wir noch rein in ein paar Spiele in der neuen Saison. Wir sind ja aufgestiegen, wir kriegen direkt ein Gegentor, Sigurdsson, unser neuer Stürmer. Ich habe mich erst gar nicht gefreut über Sigurdsson, aber er ist ja direkt Stammspieler. Also jetzt auch gegen Bournemouth am besten treffen, dass wir dann wieder aufsteigen und wieder Kohle bekommen für Ramos. Also das Ganze ist ein Teufelskreis des Guten. Und es ist auch hier in der Nikotrom-App nicht so furchtbar schwer, da ein 90er-Team zusammenzustellen. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, bei 90 ist dann die Road to Glory erfolgreich abgeschlossen. Wenn jeder Spieler eine 90 hat, wird vor allem beim Torwart schwer, denke ich mal. 4-1 gegen Unam. So, Schalke 04. Und wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal nicht abgestiegen. Letztes Match für heute. Oh, wir sind in Level 6. Ja, nee, dann würde ich sagen, war es das hier von den Spielen. Gegen Betis spielen wir morgen. Dann haben wir eigentlich vielleicht schon morgen die Ramos-Kohle. Also wir beenden das Video mit nochmal einem Pack. Komm, es rattert nochmal durch. Nee, dachte ich kurz. Kranjo. Diaz, Horn, Miranchuk. Die kann ich auch in Schnellverkauf. Wir haben so viele Torhüter. Also bis auf Henderson werde ich die jetzt, glaube ich, mal verkaufen. Keine Ahnung, wieso es keinen Odrio Sola mehr gibt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Fußballabend. Vielleicht, wahrscheinlich lade ich die Folge nach der Champions League hoch. Und dann habt ihr morgen auch nochmal Champions League. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.